Der Erbauer hat mich nicht befreit. Wie ich sehe, habt ihr über meine Worte nachgedacht. Ich habe mich selbst befreit. Wenn der Erbauer daran beteiligt war, hat er nur zugesehen. Warum sollte ich ihm dafür dankbar sein? Ist es so schwer zu glauben, dass der Erbauer sich um euch sorgt? Vielleicht hat er euch die Möglichkeit zur Flucht gegeben. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Erbauer sich um mich sorgt. Oder um sonst jemanden. Wir alle treffen unsere eigenen Entscheidungen, tun Gutes genau wie Böses. Das ist unser Werk, nicht das des Erbauers. Mag sein. Es ist lange her, seit ich über derlei Dinge nachgedacht habe. Es ist nicht zu spät, damit anzufangen. Seid ihr nicht Hawk? Emmerich ist erst vor kurzem weggegangen. Er sagte, ihr wolltet euch heute Nacht treffen. So eine Abmachung gibt es nicht. Aber ihr habt ihm eine Nachricht geschickt. Ich habe sie bei mir. Ich habe das nicht geschickt. Nicht? Seltsam. Nun, ich weiß auch nicht. Emmerich verhält sich schon seit Monaten merkwürdig. Möglicherweise nur ein Missverständnis. Die Leute reden, als wäre dieser kleine Gefängnis. Sir Ulrich hat mich aus der Sünde errettet. Der Schamesröte. Welch skandalöse Name für eine Diamantin. Dieses Ding geschickt, um ihn zu töten. Warum sollte jemand... Oh, Herr Bauer, die Morde. Emmerich hatte recht. Er kam dem Täter zu nahe. Er hatte einen Mann namens Gashka Dupuis im Verdacht. Hat er das hier zu verantworten? Sicher ist gar nichts. Gashka könnte mich hintergangen haben. Dann müssen wir ihn finden. Wisst ihr, wo er sich aufhält? Er sagte, er ginge in die Dunkelstadt. Die Dunkelstadt ist groß, aber wir werden ihn finden. Er ist ein Abtrünniger und Meredith will bestimmt, dass er zur Strecke gebracht wird. Ich rede mit der Stadtwache darüber. Gashka Dupuis wird nicht entkommen. Wisst ihr, wenn ich nach Starkhaven zurückkehre, könnt ihr euch gerne anschließen. Um was genau zu tun? Ihr seid ein guter Krieger. Wenn ihr anderen beibringen würdet, so zu kämpfen, könnte mich niemand aufhalten. Ich bin kein Anführer und bezweifle, dass Menschen es schätzen würden, von mir ausgebildet zu werden.
dann bildet Elfen aus. Es gibt sicher viele, die euch wegen eurer Verdienste bewundern. Ich habe gar keine Verdienste. Nicht? Ihr seid euer eigener Herr und lebt, wie es euch beliebt. Ihr seid wirklich zu bescheiden. Verkauft ihr die Waren von Yavaris Tintop? So ist es. Begrenzte Viertel, begrenzte Verträge. So sind die Territorien von Anfang an schön sauber aufgeteilt. Das Wenige, was er hatte, hat allerdings den Besitzer gewechselt, als er sich mit den offenen Schulden aus dem Staub gemacht hat. Klingt, als hätte er sich ein paar Freunde gemacht. Kann mir einer von ihnen sagen, wo ich ihn finde? Hättet ihr mich das über irgendjemand anderen gefragt, wärt ihr direkt wieder vor der Tür gelandet. Zu seinem Pech hat Yavaris aber auch bei mir Schulden. Yavaris ist ziemlich überstürzt aufgebrochen. Ich würde sagen, er ist im Schmugglerstieg, um den Wachen aus dem Weg zu gehen. Er führt in eine Höhle außerhalb der Stadt. Richtet ihm von mir aus, er soll sich hier nie wieder blicken lassen. Yavaris scheint nicht unbedingt ein kriminelles Genie zu sein. Ich sollte mir vielleicht einen hübscheren Ort suchen. Die Templer haben ihre Jagd auf mich ausgeweitet. Ich werde nicht lange hierbleiben können. Let's go.